So, ich merke mir jetzt direkt, wo der Speicherraum genau ist. Der ist hier hinter dieser Tür direkt. Okay. Alles klar. Waffe. Okay, ich glaube, ich muss erstmal echt alles killen, was hier irgendwie ist. Ach ja. Ich sehe schon wieder eine. Ich gehe mal kurz da hoch und sammle die Sachen ein. Ich glaube, das ist hier gar nicht so groß. Shiva stellt sich dem Kampf ja voll. okay, ich sammle hier oben die Sachen ein und dann da hinten und überall. Und bevor ich dann gegen den Typen nochmal kämpfe... was war das nochmal? Ein Blendbolzen, genau. Und bevor ich dann nochmal gegen den kämpfe, möchte ich auf jeden Fall erstmal dann nochmal speichern. Okay. Kann ich das Ding hier auch mit der Flasche runterschmeißen? Ah, ich glaube. Na, vielleicht. Nein, du sollst doch nicht hinterher springen! Das hat mir gar keinen Schaden gemacht. Interessant. Ja, ich weiß, dass die mein Licht sehen können. Aber ohne Licht sehe ich ja auch nichts. Da ist die Scheune. Aus der komme ich ja gerade. Wer sieht mich? Der da oben sieht mich. Das ist der, der schießt. Den würde ich tatsächlich... gerne erschießen. Ich habe immer noch eine blöde Flasche in der Hand. Irgendwie nicht. Oh, fuck! Muni. Wie soll ich das nur öffnen? Oh, jetzt gerade gar nicht. Schön hinterherlaufen. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Ich gehe da nochmal hoch. Da kann ich mich heilen und so. Das ist doch gut. Ich bin so froh, dass es das geht. Oh. Ich und Horrorspiele. Und dann so viele Viecher. Und dann zu wenig Muni. Und man kommt nicht weg. Und. Oh. Was mache ich denn jetzt ohne die ganze Muni?
Naja, gut. Also einmal heilen, auf jeden Fall. Okay. Ich könnte schnell speichern gehen, wenn ich es schaffe. Ich guck mal kurz, wo die sind. So schlecht bist du auch nicht. Bin ich nicht? Okay, danke. Okay, der läuft da und ist dann wieder weg. Sehr gut. Steht keiner unter mir, glaube ich. Na gut. Ich werde es merken, wenn hier unten einer steht. Ah ja, ich sehe ihn. Ich könnte aber ganz schnell weglaufen. Er sieht mich auch. Also, was ich noch machen könnte, ist, dass ich jetzt hier irgendwie in so ein Eck gehe, wo er mich nicht sieht. Hier. Hier sieht er mich nicht. Vielleicht ist er dann gleich weg. Und dann... Okay, warte, wir planen mal ganz kurz. Wir gehen runter. Gehen ins Haus, speichern und dann begeben wir uns komplett auf Munitionssuche. Also wirklich die komplette Scheune abklappern, Munition, Zeug. Ich glaube, jetzt ist er weg. Ich will auch nicht so lange rumtun, sonst ärgert es mich noch mehr, wenn ich es nicht schaffe. Ganz ehrlich. Da ist die Scheune. Ich muss, glaube ich, genau in die andere Richtung. Ich höre ihn auch nur, ich sehe ihn nicht. Scheißspiel! Jede verdammte Falle! Ja, geh halt noch langsamer. Ich weiß nicht, ob die mir hier noch folgen können, deswegen. Voll ekelhaft. Schnell, 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 schnell! Nicht gut? Nein, mir geht's gar Sie nicht gut. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich achten. Ja, danke für die Info. Oh! Okay, ich hasse Kapitel 3. Kann die mich auch heilen? Oh Gott. Okay, ich hole mir noch die Muni, die ich noch habe. Bin ich hier falsch? Ja. Ist das keine Muni? Was ist denn das? Irgendwas, wo ich voll bin. Ist das Munition für eine Shotgun? Könnte sein, gell? Ich habe aber keine Shotgun. Leider. Na schön, okay. Ich habe gespeichert. Wir gehen zurück. Oh, falsch. Und dann sammle ich alles in der Hütte ein und kill den. Sauber und schnell. Ja, ich glaube, da muss man echt einfach alles säubern gerade. Das ist so ein richtiger... Oh, schon wieder nicht lange genug gedrückt. So ein richtiger Endkampf halt. Okay.
Uah. Viele Viecher hier. So, wenn ich jetzt drauf gehe, ist es gerade erstmal egal. Hier sind so viele Flaschen. Da hinten sind die zwei. Ich mag das nicht, dass der so langsam immer durch die... durch die Türen geht. Okay, ich brauche Licht. Ich sehe halt gar nichts. Ehrlich, ich sehe null. Also, ich sammle alles ein. Es geht ja erst los, sobald ich auf ihn schieße. Und ich glaube, sonst ist hier niemand. Wo war die denn jetzt? Das ist ja toll, wenn es schon so anfängt. Shit! Okay, ich muss besser auf Waffen achten. Hier liegt eine... Ich würde ihn halt so gern da reinlaufen lassen, eigentlich. Was ich tatsächlich auch machen könnte, wäre jetzt einfach mal auf gut Glück auf ihn zu schießen und zu schauen, was passiert und ihn in die Falle laufen zu lassen, ne? Und nebenbei das Zeug einzusammeln, so ein bisschen schneller. Sollen wir das probieren? Du kannst schnell durch die Türen gehen, frag mich nicht. Wie? Hab nicht auf PC gespielt, okay. Aber ob das so viel bringt, wenn der... Naja, irgendeiner rennt halt dann in die Falle. Das ist wahrscheinlich schon nicht blöd. Ich selbst kann keine Fallen aufbauen, gell? Ich kann auf jeden Fall schon mal die Spritze nehmen. Ich habe 10 Munition. 3 Granaten. Ja, komm. Spielen wir es mal auf Risiko. Hauen wir jetzt eine Granate darunter. Oder warte kurz. So. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich hau eine Granate darunter und dann schaue ich mir mal den Kampf gegen ihn an. Und wenn das jetzt irgendwie... Mehr Muni kann ich eh gerade nicht nehmen. Scheiß drauf, ich probier's. Ich hoffe, es hat ihm Schaden gemacht. Was soll denn jetzt? Wie macht man dem Schaden? So mal... Ah, deswegen kann man die Dinger anzünden. Shit, die Falle tut ihm anscheinend gar nichts. Hä, was tut dem denn was? Lass mich da runter! Shit.
Ja, ruh dich aus. Kein Thema. Wir haben alle Zeit der Welt. Das ist kein Problem. Ich hätte es fast geschafft. Aber das war echt. Das sind unglaublich viele Zombies. Hi, Ei. Passiert jedem, ja, ich glaube auch. Ja, weißt du, wenn ihm die Luft ausgeht, dann geht's halt auch nimmer. Der ist leicht aus der Puste zu bringen. Ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Ich bin tatsächlich gerade stark am Überlegen, was ich da jetzt noch machen könnte. Wieder hoch. Ich habe das Licht auch nicht ausgemacht, aber ich glaube, das ist in der Scheune auch ziemlich egal. Vielleicht sammle ich diesmal noch ein bisschen mehr ein. Beziehungsweise, also die eine Falle muss ich mir auf jeden Fall noch lassen. Immer diese Kettensägemänner überall. Ja, furchtbar, die sind wirklich überall. Du hast so recht. Ja, so kann man es überspringen. Okay. Also die Heuballen sind gut. Die Heuballen kann ich anzünden und... Und die Zombies rennen da rein. Kann ich nicht irgendwas vor die Tür schieben? Da ist die Bombe. Ah, okay, warte. Ich könnte die Heuballen vor die Tür. Oh! Nächstes Mal. Na gut, dann kann ich jetzt aber auch versuchen, die Heuballen vor die Tür zu stellen. Warte mal. So. Und sobald es losgeht, zünde ich die halt alle an, ne? So. Perfekt. Da war nichts drin. Das Ding hat ihm halt schon wehgetan. Ich kann den... Also, ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann, aber man sollte ihn töten können. Sagen wir es mal so. Da oben liegt Zeug, das behalte ich mir mal noch so im Kopf. Meinst du, der muss aufs Klo? Glaubst du, dass er deswegen so scheiße drauf ist? Kann ich hier auch runterhüpfen? Warum war da eine Lupe? Ich muss mal ausprobieren, was ich hier so kann. Also hier kann ich nicht... Hier kann ich nicht runterhüpfen, okay. Dass ich ständig diese dämlichen Flaschen aufnehme. Scheiß Flasche, geh weg! Mein Gott. Ich muss ihn sogar töten, ja, ja. Ich weiß schon. Also ich glaube, dass ihm die Falle hier vorhin ganz schön eins zugesetzt hat. Ich glaube, ich probiere es nochmal sehr ähnlich. Ich werde einfach direkt hier... Da liegt die Kettensäge. Kann ich ihm die nicht irgendwie wegnehmen? Ich meine, ich werde...
Ich weiß nicht, ob die Granaten viel gebracht haben am Anfang. Oder ob das noch in so einem Video drin war. Keine Ahnung. Ich versuch's einfach nochmal ähnlich. Dann zünde ich das an und dann kletter ich da ganz schnell hoch und dann hole ich mir da nochmal Munition und so. Und dann schaue ich mal, was ich noch so machen kann. So probieren wir es jetzt. Da kann ich mich dann da oben auch heilen und so. Und zur Not kann ich die auch blenden, wenn ich runter will. Ich werde jetzt mal zwei verwenden. Eins. Und zwei. Pistole. Anzünden. Oh, wo ist er denn? Habt ihr gesehen, wie der da gerade runtergefallen ist? Super. Okay, da kommen schon welche. Ich kann leider nicht von der Leiter aus schießen. Das nervt mich unglaublich. Okay, ich nehme mal das ganze Zeug hier. Ich kann ja auch aus der Scheune raus, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Runtergefallen wie ein nasser Sack, ja, aber volle Kanne, du. Ich meine, die Fallen sind da unten auch noch. Vielleicht töten ihn die Fallen. Das wäre natürlich perfekt. Ich guck mal eben. Ich sehe gerade gar keinen. Aber halt echt niemanden. Wo sind die denn alle? Ist er gleich tot, weil er in die Bombe rennt? Da hinten ist er gefetzt. Wie so ein Verrückter. Schlachtet er gerade die anderen Zombies ab? Der Arme wollte nur ein Selfie mit dir machen. Meinst du? Mit der Kettensäge so. Hey, wo ist er denn jetzt? Ich wollte von hier nochmal schießen und dann... Ey, der macht mich wahnsinnig, der Kerl. Also ein paar Zombies sind da ganz unten. Das ist für mich okay. Da ist einer an der Leiter, der sich nicht bewegt. Seht ihr das? Hier. Zwei, drei, vier. Die hängen da alle. Wieso? Und wo ist der mit der Kettensäge? Jetzt höre ich ihn wieder. Ich bin ein Schisser und nicht der Hau-drauf-Typ, ne? Also das habt ihr wahrscheinlich eh schon gemerkt. Auch mehr so der von Alles Gute kommt von oben. Was die da hinten treiben, weiß ich auch nicht. Kein Schimmer. Was habe ich denn noch? Du bist klasse, danke. Ich habe noch einen Blendbolzen. Ich könnte so einen Blendbolzen runterwerfen und dann runter. Mal schauen. Nein, nicht heilen, du Arsch! Ich hab doch den Blend... Naja, okay, gut. War gar nicht so blöd, dass ich mich geheilt habe. Aber trotzdem. Wo ist denn jetzt mein Blendbolzen? Bolzi, Bolzi, Bolzi.
Benötigte Teile. Ich kann ihn auch nicht herstellen. Dann halt nicht. Also da will ich irgendwie... Doch, es bringt was! Perfekt. Das ist gut. Das habe ich so ein bisschen aufgescheucht. Guck mal, wie verwirrt die sind. Wenn ich keine Muni mehr habe, muss ich hier eh runter. Munition alle? Das ist dann wohl jetzt der Fall. Ich werde mal noch eine Granate runterschmeißen. Ich hau jetzt einfach alles rein, was geht. Nee. Es scheint gerade gar nichts zu bringen. Oh, Shiva gewinnt den Kampf, indem sie weinend um ihn herumrennt. Und er stolpert und in die Kettensäge landet. Ja, das klingt irgendwie nach mir. Ein Vogel. Ich hab so diese Schatten da unten. Oh, Leute. Schaff ich denn?